Lieben, heute gibt es ein leckeres Video und ein cooles und ein heftiges und ein wunderschönes. Denn wir machen das schönste Essen der Welt. Wir machen einfach die hübschesten, süßesten, niedlichsten, Instagram-tauglichsten Essenssachen, die es gibt. Wer hat noch nie auf Instagram geguckt, wie schön Essen sein kann? Das glaube ich nicht. Da gibt es einfach so coole Sachen, aber unsere Sachen werden bestimmt noch viel cooler. Oder vielleicht auch nicht ganz so schön, wie von denen, die das halt perfekt jeden Tag immer machen. Wer macht denn das immer? Alle diese Leute, was sowas ins Internet hochladen, machen das hochprofessionell. Und wir machen das alles heute zum ersten Mal. Also halt nicht zu streng. Mit mega viel Liebe, aber. Und mit mega viel Anstrengung. Gibt es eigentlich professionelle Obstsalatmacher? Bestimmt auch. Das ist nämlich unser erstes. Wir machen einfach den schönsten Obstsalat. Das kann einfach jeder machen, hat jeder zu Hause. Aber es ist trotzdem sehr, sehr cool. Los geht's. Wessen Lieblingsobst sind eigentlich auch Wassermelonen. Oh, ich liebe die so, so sehr. Und die brauchen wir jetzt auch gleich. Denn als erstes müsst ihr daraus circa so 1 cm dicke Scheiben schneiden. Und dann kann auch schon ausgestochen werden. Und wenn ihr richtig kreativ seid, könnt ihr vielleicht auch mit dem Messer eigene Formen erfinden, wenn ihr wollt. Und die Reste werden natürlich nicht weggeworfen, sondern die kann man einfach während dem Ausstechen naschen, weil das ist ja doch schon ganz schön anstrengend. Mit einer Honigmelone mache ich genau das gleiche. Scheiben schneiden und dann noch mit Keksausstechern bearbeiten. Und wer sich jetzt denkt, dass das doch voll unnötig ist, ja, schon ein bisschen. Aber es sieht einfach wunderschön aus. Jetzt kommt noch eine Orange dazu und die sieht so schon wunderschön aus. Da braucht man nicht ausstechen oder irgendwas. Man muss sie nur richtig durchschneiden. Also man kann eine Orange auch falsch durchschneiden, dann hat sie nicht so ein schönes Muster, wenn ihr das versteht. Und fertig. Ist das nicht einfach mal der schönste Obstsalat ever? Jetzt kommt das Aufwendigste überhaupt, Leute. Wir haben echt 100 Jahre gebraucht, mindestens. Ich habe voll ein Vogelnest. Ach, das gehört so. Hier wohnt ein kleiner Spatz. Wir sind da echt eine ganze Nacht lang dran gesessen und haben da gemacht und ja, das war anstrengend. Das Beste ist, gleich werden wir das Ergebnis probieren. Ja! Ja! Aber vorher so funktioniert. Hier seht ihr schon mal einen Überblick über alles, was wir für das nächste DIY verwendet haben. Am wichtigsten ist die ganze Tortendeko natürlich. Ich schäme mich ein kleines bisschen, aber ich war einfach zu faul, um selbst einen Kuchen zu backen. Und deshalb habe ich solche Kuchenböden gekauft. Sorry! Als erstes schneide ich den Kuchen etwas kleiner, damit ich mehrere von den Böden gut übereinander stapeln kann. Aber vor dem Stapeln tränke ich den Teig noch mit Kirschsaft. So wird die ganze Torte noch saftiger und ich liebe den Geschmack von Kirschen einfach. Ihr könnt aber auch Orangensaft oder so nehmen. Jetzt kommt eine Schicht Ganache darauf. Ganache kann man super einfach selbst herstellen. Das Rezept, das ich verwendet habe, verlinke ich euch mal einfach in der Infobox. Jetzt kommt endlich der nächste Kuchenboden dran. Den tränke ich auch wieder und wieder kommt eine Schicht Ganache drauf. Und das Ganze noch einmal Kuchenboden, Kirschsaft und Ganache. Jetzt streiche ich allerdings die komplette Torte ein, also auch die Seiten. Das ganz glatt hinzubekommen ist gar nicht so einfach, deshalb macht am besten 2 Schichten und dazwischen könnt ihr die Torte einfach kurz in den Kühlschrank stellen. Wenn ihr wollt, könnt ihr es jetzt so lassen und mit dem Verzieren beginnen, aber ich wollte es noch ein bisschen gleichmäßiger und deshalb habe ich die komplette Torte mit Rollfondant eingekleidet. Ich habe ganz zufällig im Supermarkt gesehen, dass es das sogar schon in ausgerollter Form gibt. Wie praktisch ist das bitte? Beim Einkleiden müsst ihr gut aufpassen, dass keine Falten entstehen, aber eigentlich ist das gar nicht so schwer und macht auch ein bisschen Spaß. Ja, jetzt kann ich endlich mit dem Verzieren beginnen. Am wichtigsten ist natürlich das Horn. Dafür habe ich eine lange Schlange aus Fondant gemacht, die zu einer Seite hin ganz dünn wird. Und dann habe ich 3 Schaschlikspieße genommen, die ich mit einem Gummiband zusammengebunden habe. Und darum muss jetzt das Fondant gewickelt werden. Das geht wirklich super einfach und sieht so cool aus, oder? Wenn das Horn steckt, muss es nur noch angemalt werden. Dafür habe ich jetzt so wunderschöne Goldglitzerfarbe verwendet. Oh, ich liebe diese Torte jetzt schon. Öhrchen dürfen natürlich auch nicht fehlen und die kann man auch ganz einfach aus Fondant formen und mit etwas Zuckerkleber links und rechts vom Horn befestigen. Und passend zum Horn habe ich das Innere der Ohren auch noch mit Gold ausgemalt. Mit einem Icing aus der Tube, ja, meine Faulheit geht weiter, habe ich dann kleine Tupfer mit einer Spritztülle gemacht. Wer erkennt, was das darstellen soll?
Richtig, das wird die Mähne. Und weil bei Einhörnern nur viel auch viel ist, habe ich beim Dekorieren etwas übertrieben. Schmetterlinge, Blumen, Glitzer und alles, was dazugehört. Leider hat die Kamera nicht aufgenommen, wie ich die Augen aus Fondant gemacht habe. Dafür habe ich mir vorher einfach eine Schablone gebastelt und nach dieser zwei Augen aus dem Fondant geschnitten und die dann mit Zuckerkleber festgeklebt. Wie gefällt euch die Torte? Ich bin schon ein bisschen stolz auf sie. Let's kost. Warte, ich bin voll aufgeregt. Haben wir Fotos? So. Ich hol mein Handy. Vicky, bitte lächeln. Du musst näher hin. Fertig. Jetzt können wir essen. Nom, nom, nom. Oh. Wer darf das Horn essen? Wie kannst du nur? Ich esse ein Schmetterling. Ich esse eine Blume. Der arme Kuchen. Stell dir vor, jetzt haben wir die Videodateien verloren. Oh Gott, hör auf. Stell dir vor, wir haben nicht gefilmt. Jetzt filmt. Zum Glück. Das nächste wird ein Rezept, was wir aus unseren Lieblingskeksen machen. Ich glaube, von uns allen die Lieblingskekse. Und zwar Oreos. Und jetzt damit auch noch viel Spaß. Am besten verwendet ihr diese doppelten Oreos. Die schmecken auch mega, mega lecker. Eigentlich doppelt so lecker wegen doppelt Creme und so. Die doppelte Schicht ist nämlich deswegen so praktisch, weil wir ja so Lolli-Stiele hineinstecken müssen und die halten einfach viel besser. Und damit die Stiele auch wirklich bombenfest halten, tunkt sie am besten vorher ein kleines bisschen in flüssige Schokolade. Die brauchen wir gleich sowieso. Und zwar jetzt, denn die Lollis werden jetzt mit Schoko überzogen. Ich habe gleich zwei Schichten gemacht, einfach damit es deckender wird. Und ihr wisst ja, zu viel Schokolade gibt es nicht. Lasst die zweite Schicht aber nicht ganz trocknen, denn es muss ja noch verziert werden und in der flüssigen Schokolade hält die ganze Deko einfach besser. Dafür habe ich alles an Glitzer und Streusel zusammengesucht, was ich nur finden konnte. Und weil ich mich auch mal wie ein richtiger Pralinenhersteller fühlen wollte, habe ich so coole Linien gezogen. Sehr professionell, oder? Und in der Mitte muss noch ein kleines Zuckerherz hin. Die dritte Art zu verzieren sollte ein Marvel- oder Galaxy-Muster werden. Das ist mir leider jetzt nicht so ganz gut gelungen. Dazu habe ich einfach ein bisschen Lebensmittelfarbe in die flüssige Schokolade gegeben und sie mit einem Zahnstocher ein bisschen vermischt, so dass eben so ein bisschen ein Muster rauskommt. Und dann habe ich den Lolli hineingetunkt. Aber so schlecht ist es jetzt auch nicht geworden, oder was meint ihr? Glitzer und Streusel kann das natürlich alles retten und deswegen dürfte da auch bloß nicht zu wenig auf den Lolli. Und tada, so sehen die Oreo Pops aus. Guten Appetit! Und wisst ihr, was wir noch gemacht haben? Wir haben bei über 30 Grad Außentemperatur Kekse gebacken. Das waren aber auch sommerliche Kekse. Das sind keine Weihnachtskekse, Leute. Die kann man das ganze Jahr lang machen. Aber leider kann man sommerliche Kekse auch nicht bei Kälte im Gefrierfach backen. Das war das Problem. Jetzt wird gebacken. Eigentlich könnt ihr so gut wie jedes Keksrezept nehmen, das ihr möchtet. Ich habe mich jetzt für einen super einfachen Butterkeksteig entschieden. Und aus dem steche ich jetzt alle möglichen Formen aus. Leute, ich habe mir extra für dieses Video Keksausstecher bestellt. Aber nicht nur normale, sondern sogar ein Einhorn. Wie cool ist das denn? Jetzt müssen die Plätzchen nur noch in den Ofen und gleich kann verziert werden. Dafür habe ich ein Royal Icing hergestellt. Das besteht nur aus einem geschlagenen Eiweiß und 250 Gramm Puderzucker. Am wichtigsten ist die richtige Konsistenz. Die soll nämlich cremig, aber schon recht fest sein. Versteht man das? Ein bisschen wie Zahnpasta, könnte man sagen. Weiß wäre natürlich viel zu langweilig. Deshalb habe ich eine Portion rosa und eine hellblau eingefärbt. Und damit umrande ich jetzt alle Kekse. So lustig, jeder Keks wurde schöner und schöner, weil ich mit der Zeit einfach immer besser wurde. Ach übrigens, braucht nicht das ganze Icing auf, denn jetzt brauchen wir noch etwas. Verdünnt diese Masse mit ein bisschen Wasser oder Zitronensaft, wenn ihr mögt, sodass sie richtig cremig wird, fast schon flüssig. Die Mitte der Kekse muss jetzt nämlich damit ausgemalt werden. Macht es einfach grob und das Icing wird dann von selbst verrinnen. Ich liebe diese Technik. Ein bisschen habe ich übrigens dann noch mit dem Zahnstocher nachgeholfen, bis es perfekt aussieht. Und wenn alles angetrocknet ist, könnt ihr die Cookies weiter verzieren. Ich habe sie beschriftet, allerdings wieder mit der festeren Masse. Ich freue mich jetzt schon auf Weihnachten. Da kann ich ganz, ganz, ganz viele Kekse mit dieser Technik backen.
Schreibt unbedingt in die Kommis, wie ihr die Kekse findet. Schön, mittel oder nicht so schön. Lasst uns unbedingt einen Daumen nach oben da. Dieses Video war so, so viel Arbeit und wir würden uns einfach extrem darüber freuen, wenn es gut bei euch ankommt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.